Willkommen auf der Saatox und auch heute mache ich mal die Serienabschlussreihe weiter und zwar mit dem zweiten und letzten Volume der zweiten Staffel Infinite Stratos in der limitierten Fanedition inklusive Booklet. Befreien wir das Ganze erstmal von der Folie und dann schauen wir auch rein. Auf der Rückseite hatte ich schon mal gelunzt. Da sind zumindest meine beiden Best Girls mal mit drauf. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo die Figuren organisieren kann. Günstig, nach Möglichkeit. Also die beiden als Kätzchen. Ja, das letzte Volume kommt mit Wendecover. Aber jetzt kommen wir es nochmal auf die technischen Details ein. Das habe ich ja fast vergessen. Und zwar ist auf dem Volume 2 sind die Episoden 7 bis 12 und die OVA Weltsäuberung mit drauf. Das heißt wahrscheinlich auch synchronisiert, das wäre echt super. In den Sprachen Deutsch und Japanisch mit deutschen Untertiteln. Tonformat ist 2.0, Bildformat 16 zu 9 Full HD. Es wurde wieder nur 50 GB Blu-ray verwendet. Ländercode ist ja egal. Dann geht das Ganze ca. 189 Minuten. Also die 6 Episoden ab 24 plus die OVA mit 45 Minuten scheinbar. Nicht lange. Ich glaube, ich habe gar nicht gesehen. Sagt mir nämlich jetzt gar nichts. Und dann ist noch Bonus mit drauf. So. Und es ist ein Anime. Wer hätte es gedacht? So, ja, Wendecover hatte ich schon erwähnt. Dann haben wir hier die Disc mit der guten Boogie vorne drauf. Und dann haben wir noch das Booklet. Das schauen wir uns natürlich noch gemeinsam an. Ui, ist recht dick. Stand ja nicht drauf, wie viele Seiten es hat, aber sind auf alle Fälle ordentlich. Die ganzen Hauptcharaktere werden hier vorgestellt. Und dann haben wir noch Episodenguide mit drinne von der kompletten Staffel. Also nicht nur von dem Volume jetzt, sondern von dem kompletten, komplett halt. Von 1 bis 12. Beziehungsweise wahrscheinlich auch die OVA. Ja, die OVA ist auch noch mit drin. Und wenn ich das hier jetzt so sehe, sagt mir das absolut gar nichts, um ehrlich zu sein. Das heißt, cool. Dann lohnt sich ein Rewatch ja umso mehr. Aber dementsprechend ist das Booklet auch so, wie soll ich sagen, umfangreich, weil ja beim ersten Volume keines dabei war. Und da wird jetzt hier noch alles nachgeholt. Das ist echt cool. Ach ja, die Outfits. Das gibt es halt auch als Figur, aber halt sehr teuer und ich glaube auch nicht mehr. Also ich hätte es schon gerne, aber. Ist finanziell aktuell nicht drin. So, dann bleibt noch eine letzte Amtshandlung. Den Schuhbau schnappen und rein damit. Dann bedanke ich mich bei euch auch recht herzlich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und achso, Kauflinks dazu in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei. Kann auch direkt bei dem Partnershop von Polyband bei Akiba Pass. Ansonsten halt über Amazon. Da geht es wahrscheinlich für die meisten am einfachsten. Dann viel Spaß, falls ihr euch die Serie holt. Und viel Spaß auch so bei allem, was ihr macht. Bis dann. Ciao.